Lull. Lull, was ist hier? Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das denn hier, Leute? Gucken wir mal ganz kurz, was sich hier auf dem Server getan hat, nicht wahr? Wir haben das Ding jetzt um die 48 Stunden alleine gelassen, ohne Spawn-Trap-Zone. Ich bin mal gespannt, wie es hier aussieht, meine Freunde. Wir gehen mal ganz kurz zum Spawn. Der Spawn sieht ja komplett zergriffen aus, Alter. Alter, Junge, was... Boah. Junge, was denn hier passiert? Okay, also man sieht hier auf jeden Fall, dass die Leute versucht haben, am Spawn tatsächlich noch irgendwie eine Mauer zu bauen oder sowas. Hat aber nicht funktioniert. Oh mein Gott, hier ist ja alles zerstört. Hier vorne hat es ein kleines Dorf. Wie geil, Alter. Geil! Okay, jetzt sieht eine komplette Stadt. Sandige Brett, der Bürgermeister Benatze. Hä, Leute, hier gibt es ein komplettes Dorf. Guck mal. Und hier, die haben einfach die Phantome verhindert, indem sie hier ein Glas drüber gemacht haben, weil es natürlich keine Wolle gibt. Alter, das ist clever. Krass, Mann. Sie haben hier einfach eine komplette Base gebaut und PvP ist immer noch an. Also das dürfen wir nicht vergessen, Leute. PvP, ich zeig's euch mal ganz kurz. PvP ist immer noch an. Die hätten sich alle gegenseitig hier umbringen können. Haben sie aber nicht. Sie haben hier ein Dorf gebaut. Geiler Hase. Geiler Hase, Leute. Das hier ist eine geile Stadt. Cool. Stark. Gerade hier mit dem Phantomschild. Extrem stark. Ich hätte weniger erwartet. Bin ich ehrlich. Die haben mir eine komplette Burg gebaut. Gucken wir mal ganz kurz, wie es da drunter aussieht. Noch keine feindlichen Tunnel und sowas. Die haben ein riesiges Feld mit Karotten. Also Essen ist auch kein Problem bei denen. Kartoffeln, Karotten, Seeds. Stark. Stark, 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 stark. Okay. Gucken wir mal ganz kurz, wie Area 51 an sich aussieht. Alter, von Area 51 ist ja mal gar nichts mehr übrig, Leute. Die haben das UFO wieder hier aufgebaut. Ja, Boy Price hat jetzt hier... Was haben wir hier? Ohne Spawntrap war es ziemlich... Weil ich mit Stuff einen Hacker verloren habe, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einen Area 51 eingenommen und, Digga, ja, Boy Price hat einfach... Ich habe halt nie einen Panzer gebaut. Hör, ist doch stark. Er hat einfach Area 51 eingenommen und lebt jetzt hier. Stark, Digga, stark. Hier jetzt einen neuen Flugzeughangar, den er sich gebaut hat. Und hier jetzt nochmal ein E-Race Schlafzelt. Ja, ja, Boy Price, Alter, stark. Okay, er hat einfach mal Area 51 alleine eingenommen. Well done, Bro. Well, well done. Lull. Lull, was ist hier? Was ist das denn? Hier hat jemand einfach einen Desert-Tempel selber gebaut. Eine riesige Pyramide. Aggressiv stark. Und Leute, man darf nicht vergessen, hier sind überall Griefer und Hacker unterwegs gewesen, ne? Crazy, Mann. Crazy, crazy, crazy. Richtig krass, der Tempel hier. Richtig, richtig geil. Oh mein Gott, was ist das denn hier, Leute? Alter, das ist aber schon mal hier ein aggressiver Thumbnail. Oh mein Gott, Leute. Alle wieder hier zusammen. Wieder mit Thron von Romeox. Alles klar, okay. Die haben hier ein... hier ruht Elementar Gaming. Er ist einfach nur dumm. Ah ja, guck mal hier. Jetzt kann man... Ja, ich würde ihn gerne hinrichten. Kann ich das nicht machen? Also... geil. Gut, er ist ausgebrochen. Stark auf jeden Fall. Also die haben sich hier auf jeden Fall etwas extrem krass aufgebaut. Die haben hier oben einen Wachturm. Von Maxi, by the way, okay. Auch sie haben hier wieder so eine Anti-Dingens-Schild gemacht, dass die ganzen Drecksviecher hier nicht draufkommen bei denen. Raus mit die Viecher. Stark auf jeden Fall. Nice Base auf jeden Fall. Wirklich stark. Hier Kartoffeln. Karotten sehe ich hier. Not bad, actually. Wirklich stark. Also dafür, dass es ein Endzeit-Szenario ist. Wirklich nicht schlecht. Was haben wir hier? Ist das eine Küche oder sowas? Oder ist irgendwas zum Hinrichten hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Baumhaus. Kaka, Fenster, Balbano und Dumbo. Eine Doppelkiste und Ofen. Ja, Don Balbanos Haus mal wieder extrem stark. Hier ist eine Hundehütte. Hier so ein Kriechkeller. Ja, keine Ahnung. Don Balbanos Haus sticht auf jeden Fall wieder raus. Krank, was die Jungs hier gemacht haben. Extrem Respekt davor. Finde ich geil. Jungs, entspannt euch. Kommt zu jedem von euch, ja? Hier oben hat sich jemand die Airbase geschnappt, glaube ich, oder? Ne, hier im Flugzeug wohnt niemand. Okay. Missed Opportunity an der Stelle. Hier hat es eine Skybase, die sich gewaschen hat, Alter. Und zwar von Akumi. Der hat hier auf jeden Fall mal ganz aggressiv sich hier oben was gecraftet, Alter. Der ist der andere aktive Bruder. Not bad, Bro. Pass auf, dafür stehe ich mit meinem Namen und gebe dir mal ganz kurz hier Grasblöcke, Kollege. Und ich weiß auch, dass du hier Bock auf Kühe hast. Die gönne ich dir mal rein. Komm mal, Bruder. Schmeckt, oder? Das schmeckt doch. Ist doch geil. Und Leute, wie gesagt, PvP ist die ganze Zeit angewiesen, ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Die hätten sich hier alle die ganze Zeit gegenseitig umbringen können. So, hier jetzt noch eine Base von Loop Pionier und Ferdi MC und Balenciaga. Eine Skybase hier oben. Auch stark einfach. Hier unten nochmal richtig, richtig geil abgesperrt, das Ding hier. Dass hier keiner raiden kommt. Haben die Base hier komplett einmal mit einem unterirdischen Tunnel wahrscheinlich verbunden. Da unten ist irgendwer unterwegs. Was machst du hier? Ah ja, der Fahrer ist hier unten einfach unterwegs, keine Ahnung warum. Also es ist krass, wie viel Respekt die Leute ja doch vom gegenseitigen Eigentum haben, wa? Hier mit dem Wasserlift, extrem stark, okay. Dann gehen wir mal zu Bai Buch, gucken mal, was der gemacht hat. Bai Buch hat sich hier eine Untergrundbasis gebaut.
Weil Griefer musste dreimal umziehen. Ja, okay, Griefen ist natürlich ein Riesenproblem, wenn es hier keine Regeln gibt. Der hat hier eine Minecart-Bahn, Alter. Aber frag ihn der Sonnenschein, Junge. Die hier mal ganz entspannt, die mal ganz entspannt hier rausfährt in eine Höhle. Boah, Junge, ist eine, Alter, eine krasse Base. Der hat hier eine andere Base noch damit verbunden. Ah, okay, das sind zwei Basen, die aneinander liegen. Ach, okay, krass. Krass, die haben sich hier zusammengetan. Okay, stark, Alter, stark. Mit einer Farm hier vorne. Not bad. Not bad, Bro. Zwei Underground-Bases also. Finde ich interessant, finde ich geil, muss ich sagen. Allein, weil es halt zwei verschiedene Teams sind, die sich zusammengetan haben. Ist doch schön. Umso cooler, dass es funktioniert hat. Mit Gefängniszellen sogar. Ist das hier ein altes Dungeon? Stark, stark, wirklich. Krass gut gemacht, Alter. Ehre. Okay, Benja, schau mal, was du hier hast, Kollege. Oh, er hat hier nochmal eine eigene Base gebaut. Eine eigene Wüstenbase. Mit Don Balbano, Fan. Okay, Don Balbano scheinbar jetzt mittlerweile schon einen eigenen Fancore. Aber hier auf jeden Fall, Kirche des Heiligen Schafes. Das Heilige Schaf ist leider im Namen Gottes, okay. Eine Kapelle hier gebaut auf jeden Fall. Nicht schlecht hier vorne mit einer Baumfarm. Schön hochgelegen das Ding, damit hier auch keiner so easy raiden kann. Also hier haben sich richtige Basen entwickelt. Hier auch wieder, Leute. Mit Kakteen drumherum. Als Verteidigungsgraben. Ist natürlich echt eklig, Alter. Wenn du da runterfällst, ist vorbei. Stark, Mann. Stark, stark, stark. Okay, schauen wir mal, was Bausky gemacht hat. Auch immer stabiler Kerl. Ist das dein Ernst? Jungs, wie seid ihr außerhalb der Barriere? Wie weit könnt ihr laufen? Wie weit könnt ihr rennen? Ab einem gewissen... Okay, also ab hier gibt's also Schaden. Also man kommt hier nicht raus. Aber um die Barriere drumherum kann man sich wohl so ein bisschen buggen. Okay, krass. Ist auch ein geiler Eingang hier, ne? Mit dem Reintauchen, dass man hier reintauchen muss. Dann hat's hier vorne nochmal dieses Stacheldraht und allem drum und dran. Hier mit dieser Kanone. Area 52 haben sie gebaut. Krass. Okay, schauen wir, was Dumbo gemacht hat. Bei Dumbo. Ah, du hast diesen Tempel hier gebaut. Geiles Teil, Dumbo. Hier geht's nochmal runter, sehe ich gerade. Oh, lul. Die haben ja noch im Underground. Aber eine andere Kuhfarm, Junge. Krass, die haben hier auf jeden Fall nochmal ordentlich reingehasselt. Hier stehen alle Leute nochmal drauf. Lies alle Namen. Romeos, Craft Screed, Kardinal, Benny, Dumbo der Elefant, OV Dadler, Yazaroth, Berkai, Tyrannus, Bausky. It's Mellow, Loser Ames, Don Balbano, Elementor Gaming, Maxim, Balenciaga, Ferdi, MC Lupinia und Alakash. Okay, krass. Crazy. Guck mal, was Maxi gemacht hat. Was hast du gemacht, Bruder? Hab nix gemacht. Haha. Ja, gut, da muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, machen wir weiter an der Stelle. Grüße dafür. Benatze, was hast du gemacht, Bruder? Okay, ja, ihr habt hier, wie gesagt, ein komplettes Dorf gebaut, Alter. Stark, Mann. Stark, stark, stark. Wir können ja mal ganz kurz gucken, was ich hier noch so angesiedelt habe, Leute. Also an sich... Ich hätte damit gerechnet, dass deutlich, deutlich mehr kaputt ist, ja? Wenn man jetzt mal überlegt, es hat hier eins, hier oben gibt es noch eine Skybase, eine Base, hier vorne das ganze Dorf, wo sich scheinbar alle Leute zusammengepackt haben, zwei, drei hier mit Area 51, zwei Skybasen jeweils, vier, fünf, sechs, sieben, acht Basen ungefähr. Interessant, Blue Pixel, was hast du gemacht? Neun, hier entsteht nochmal was, okay, hier entsteht nochmal eine Skybase. Create Revi, ja, Creator Code Gewinnzeit, gut, gut, gut. Bekomme ich Diamanten? Nein, Leute, kriegt ihr nicht, die müsst ihr euch verdienen. Aber ey, krass, Alter, also ist krass, Dickerchen, was die hier gemacht haben, wa? Eike, nee, Rike. Was hast du gemacht, Bruder? Ja, du hast hier das Feld gemacht, ist doch auch schön. Betreten Farm und Rikes Farm nicht reingucken, außer Revi. Karotten, okay. Ja, stark, Alter, stark, stark, stark. Balenciaga, was hast du nochmal für mich? Schau dir meinen Hasenpuff an, das machen wir gleich. Nein, es gibt keine Diamanten bei Buch. Entspann dich bitte. Balenciaga, wo führst du mich hin? Erzähl's mir. Hier auf die Skybase hier oben? Da waren wir doch eben schon, oder? Crazy, wie das hier protected ist, Alter. Sims Hunter, schauen wir uns gleich auch mal an. Ich habe einen gegrieften Puff. Lukas, zeig's mir. Balenciaga, wo bist du? Möchtest du mir zeigen? Hier den Zugang zu dieser Insel. Ich habe die Insel hier oben schon gesehen, Bro. Ich habe das hier oben schon gesehen. Extrem stabiler Hase hier auch. Not bad. Hier mit der Angelfarm und so. Hier wird auf jeden Fall reingegönnt. Revi, komma. Tyannik. Aber du warst doch auch schon bei den anderen. War doch schon. Tyannik's Turm. Ja, ich habe das gesehen, Bruder. Dass du den Wachturm hast. Nettes Ding. Elementar Gaming. Elementar Gaming. Was hast du hier? 50 Meter. Was ist das hier? Okay, not bad. Gut. Nether machen wir gleich. Benny, was hast du gemacht? Ah, hier auch nochmal sich ein Haus hier in einem Dorf gebaut. Schön, also wir haben drei Major Points. Wir haben quasi dieses Dorf hier. Hier vorne von den Jungs. Dann haben wir hier vorne nochmal ein Dorf, Leute. Don Balbano Döner. Ich will hier kein Döner essen, Bruder. Mann, Balenciaga, wie kann ich dir helfen? Was ist denn? Ich war doch schon hier, Bruder. Ich war doch schon hier. Bräuchten OP-Äpfel, 36 Dias, Mending-Bücher, XP so. Wahrscheinlich, oder Bruder? Wahrscheinlich gebe ich euch das jetzt. Nee, bin ich raus, Leute. Also, extrem interessant. Ich würde sagen, wir knallen es jetzt nochmal. Eine Nummer kranker, Leute. Wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt später mal die Whitelist ausmachen. Und wir machen den Nether an, Leute. Und dann wird hier komplettes Chaos ausbrechen. Wollen wir das machen? Weil es geht ja eh schon bald weiter mit dem nächsten Ding. Alle schreiben natürlich nein, das kann ich verstehen.
Ich überleg mir mal was, Leute. An sich aber stark. Ich würde sagen, Leute, wir saven die Map mal, falls ihr die noch haben wollt. Und dann werde ich nach dem Stream den Nether anmachen und die Whitelist ausmachen. PvP ist weiterhin an. Und dann schauen wir mal, wie das in ein paar Tagen hier aussieht, wenn keine Whitelist drauf ist, Leute. Geiler Hase. Gut. Ich würde sagen, it's a wrap. Danke für dieses Video, Leute. Grüße gehen raus an Trimax, denn ich werde es spielen.